Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege. So, bevor wir uns jetzt aber den Kampf wagen, wollen wir das machen, was wir schon seit längerem tun wollen. Wir wollen uns Operator zulegen. Genau, denn wir hatten schon damals in der Beta schon ein paar Operator gespielt und ich habe jetzt auch schon während des weiteren Spiels schon ein paar ins Auge gefasst, die ich mir sehr gerne aneignen würde. Von daher wollen wir doch mal von unseren Points hier ein paar Operator shoppen gehen. Als erstes gehen wir zum SAS und direkt hier an erster Stelle Sledge. Sledge zeichnet sich dadurch aus, durch seinen Vorschlaghammer, mit dem wir eigentlich so ziemlich alles kaputt machen können und auch, glaube ich, Leute, Kalche. Entschuldigung, ich habe vorhin zu viel getrunken. So, deswegen ab damit in die Einkaufstüte mit Ansehen freischalten machen wir. Freischalten bestätigen. Autsch. Ja, der gibt der Wand dreckig. So, und dann wollen wir auch noch gleich direkt einen Verteidiger uns zulegen. Und in dem Fall bin ich zufällig eigentlich durch das Spielen hier auf den Werten Castle gekommen. Er hat nämlich kugelsichere Barrikaden, die widerstandsfähiger sind als die Standard-Barrikaden. Von daher ist das ganz nützlich, wenn man sich verbunkern muss, eingraben muss und deswegen kommt er direkt auch hier in meine Liste. Ja, wir verschanzen uns hiermit hinter kugelsicheren Wänden. Das kann definitiv nicht verkehrt sein. Von daher rüsten wir den jetzt auch aus. Dann schauen wir doch mal direkt bei der Ausrüstung. Was nehmen wir denn da als Primärwaffe mit? Ich persönlich bin kein Freund von Pumpen. Deswegen nehmen wir mal diese Waffe mit einem... Ja, was ist denn das? Visiere, Reflexvisier... das wäre auch gar nicht so verkehrt. Holopräzision finde ich aber eigentlich grundsätzlich gut. Deswegen schieben wir das drauf. Das ist einfach persönliche Vorliebe. Ja. Griffe brauchen wir nicht. Unterlauflaser brauchen wir auch nicht. Schalldämpfer ist eigentlich eine nice Sache, aber müssen wir später tun. Und uns da etwas noch ansparen. Von daher, wie können wir es designen? Wir haben das Gold Special, wir haben das Zebra Special, wir haben das Schlangen Special, was ich persönlich sehr ansprechend finde. Das ist übrigens das Entwicklungstester Special, was ich irgendwie auch ziemlich geil finde, aber ich bin hier für das Schlangen Special. So. Hier. Oh. Zweite Weltkriegszahlung, die ist geil, aber teuer. Von daher sind wir an dieser Stelle, glaube ich, mit der Ausrüstung soweit durch. Zumindest was die Waffe angeht, die Sekundärwaffe. Das könnte natürlich auch spannend sein, eine Maschinenpistole als Zweitwaffe mitzunehmen. Auch diese hier natürlich im Schlangentarnmuster. Eine Granate und ein... Ja, schade. Ja. Aber wir nehmen auf jeden Fall die Sprengladung mit statt der Granate, weil wir wollen ja stürmen. Und als Sledge brauchen wir nicht wirklich eine Sprengladung, wir haben einen Hammer. Von daher, Details und Statistiken ist in dem Sinne noch gerade nicht ganz so relevant, weil wir haben damit noch nicht gespielt. So, dann rüsten wir genauso schnell mal den Castle aus. So, Ausrüstung, was nehmen wir denn damit? Schrotflinte oder UMP? Ich glaube, ich nehme die UMP mit. Die nehme ich hier auch mit dem Holovisier. Damit fährt man eigentlich doch ganz gut. Die tun wir mal. Oh, Leopard, das ist aber hart schwul. Dann nehmen wir mal das Tigermuster.
könnte witzig werden, obwohl eigentlich wollen wir jetzt ja teilweise verstecken, also von daher. Ich weiß nicht, eigentlich finde ich das. Ja, komm, das sieht professionell aus. Nehmen wir das mit. Nicht so ganz wie die Amateure. Was haben wir hier? Eine M45 oder eine 5,7 USG? Wir nehmen die größere kalibrige Waffe, weil mehr Bums. Die müssen wir natürlich noch schnell designen. Auch hier in Schlangenmuster. So, als Gerät können wir mitnehmen den Stacheldraht oder das Schild. Es hat beides Vorteile, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber da wir ja Wände quasi da ausrüsten können. Wir nehmen mal das Schild mit, denn dahinter können wir uns besser verstecken. So, das heißt, in dem Falle sind wir jetzt ausgerüstet und können loslegen im Multiplayer. Auf geht's. Einem Team erfolgreich beigetreten. Suche einen Gegner. Und irgendwie fehlt da noch einer. Wodka Igor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Namen sind schon ganz lustig. Ah, jetzt haben wir einen Spieler gefunden. Tritch Speed Session bei. Oh, oh, wir haben sogar welche gefunden. Ah, jetzt fehlt uns nur noch einer. Schade. Also grundsätzlich, das hat sich zur Beta sehr gut verbessert. Das Matchfinding beim Multiplayer, das funktioniert normalerweise relativ reibungslos. Jetzt gerade zeigt es sich mir nicht ganz so von der besten Seite, aber das ist schon okay. So, warten wir. Ich würde sagen, gleich geht's los. Oder auch nicht. Offensichtlich nicht. Komm, jetzt finde man ein Spiel. Ja, so offensichtlich hängt der gerade. So, ja, Match beenden. Versuchen wir es nochmal. Nächster Anlauf. Und ein neues Match beginnt. TDM Geisel in Charlet. Habe ich auch noch nicht gezockt, die Map. Aber wird witzig. Sieht zumindest lustig aus. Irgendein Haus in den Bergen. So, wir gehen natürlich wieder, wenn wir schon Geisel befreien müssen. Schade, es ist bestimmt nicht ein paar Wände zu Club zu hauen. Von daher nehmen wir doch einfach mal wieder Sledge. Und so viel Auswahl haben wir auch nicht, außer dem Default Operator. Aber ich denke, Sledge ist definitiv keine verkehrte Wahl. So, alle Spieler haben gewählt. Alle sind hoffentlich ready. Nee, einer verwaltet noch die Ausrüstung. Doch, jetzt ist er bereit. Dann kann's losgehen. Ich sagte, es kann losgehen. Liebes Spiel, danke. Also das muss ich noch mal ein bisschen üben. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Wo auch immer man hier reinfahren kann. Ah, das ist ein kleiner Schacht. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Ah, ich fahr direkt drauf auf so ein Scheißding. Hey, wo bin ich jetzt gelandet? Achso, mein Ding ist zerstört worden. Schade. Aber wir wissen immerhin, wo sie sind. Das sollte machbar sein. Einsatz in 5 Sekunden. Geisel in Sicht. Ich folge einfach mal meinem Team. Knack, knack.
who's there? I kill you. Ein bisschen Verwirrung stiften. Für die Gegner. So, mach die Scheiße auf. Was warten wir? Wurf. Lass mich mal kurz. Aua, ich bin so derbe geflasht. Ich sehe gerade nicht, was ich tue. Ui. Au, Scheiße. Boah! Ja, da haut mein Teammate die Wand weg. Mission gescheitert. Verdammt. Headshot! Ah, verdammt. Ja, dann verteidigen wir dieses Mal die Geisel. Vielleicht wird's ja besser. So. Alles bestens von der Ausrüstung her. Alle sind bereit. Oh, wir haben sogar einen Dog, das ist cool. Ja, es ist definitiv nice. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ja. Lass mich das kurz klären, ja? Mach mich nicht. Ach, Scheiße. War falscher Knopf. Machen wir hier Finishing-Platten rein. Und, hier definitiv auch mal. So. Hätten wir das auch. Es bleiben noch 10 Sekunden. Oh, vielleicht hätte ich den Eingang besser sichern sollen. Noch 5 Sekunden. So. Komm her. Wandverstärkung abgeschlossen. Sicher. Bam, okay, und ich kriege sie auch offensichtlich zurück, wenn sie ein Teammate ist. Yeah. Wollte da eigentlich mein gutes Schild hinsetzen, aber. Nein. Ah, hier ist es gut. So ein bisschen so. Ey, wieso kriege ich das hier nicht aufgestellt? Also. Mobilschutz errichtet! Da kommt hoffentlich keiner durch. Hoffe ich zumindest. Oh. Das klingt nicht sehr verlockend. Könnte der Geisel einen Headshot geben. Dann hätte sich das auch geklärt, das Problem. Oh, wieso wird denn hier schon rumgeballert? Hm. Da vorne sterben sie halt. Ah, das ist auch ein super Platz für dieses Schild. Kommt her. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Ah!
Scheiße. Des eigenen Trupps verbleibt. Ich glaube, da ist wohl ein Tank unterwegs. Aua. Wow, hinter mir. Stars. Was? Was tackelt mich da so down? Hat mich da so ein scheiß E-Schocker getroffen. Ja, okay. Gut. Mission gescheitert. Shit. Ja, das war irgendwie scheiße. Ja, ich habe nichts mehr gesehen und irgendwie die ganze Zeit E-Schocks gekriegt von irgendwas. Von was auch immer. So. Versuchen wir es doch mal wieder mit dem Angriff. Es wirkt irgendwie etwas entspannter. Als verteidigen. So, alle sind bereit. Dann geht es los, hoffentlich bald, in 13 Sekunden. Einer ist noch am Wählen von den Gegnern. Hat der Entscheidungsschwierigkeiten oder sowas? Ihr müsst die Geisel zurückholen. I know. Naja, kann ich direkt reinrollen. Wir haben alle keine Ahnung, wo es hier lang geht, oder? Ja. Gehen wir mal hoch. Das sieht aber so gut hier aus. Okay, Feind entdeckt Schlafzimmer, dann gehen wir aber mal hoch. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ich weiß, wo das Schlafzimmer ist. Einsatz in 5 Sekunden. Dann wäre auch gut. Angriffserlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Oh Gott. So wurde hier schon geschossen. Okay, da kann ich wohl offensichtlich nicht durch. Schade. Aber die Sprengladung helfen. Und wo? Wo steht denn der bitte? Ich geh da mal weg. Ich sehe den nicht. Boah, harte Scheiße. Okay, ich stehe hier denkbar ungünstig, würde ich sagen. Ah! Ich stehe da wirklich denkbar ungünstig und da steht auch noch direkt einer. What the fuck? Habe ich gar nicht realisiert, dass er da steht. Einer vom eigenen Trupp. Wer lebt noch? Ash lebt noch. Ich hoffe, Ash regelt das für uns. Sieht nämlich denkbar scheiße aus. Selber keine Ahnung, vor allen Dingen, man sieht zwar hinten, ist zwar das verbarrikadiert. Oh, 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 oh. Tja, das war's. Das war's dann wohl. Absolute Niederlage.
traurig, aber war sehr deprimierend. Oh Mann, ey. War das peinlich. Es gibt doch tatsächlich auch Punkte dafür. Traurige Sache. Wahrscheinlich für das bisschen, was ich dann noch an Kills gemacht habe. Naja, es kann ja nur besser werden. Von daher, auf zur nächsten.